Hallo, willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind in der Rift-Station und wir haben hier die Verteidiger der Station gefunden, die von diesen Viechern angegriffen wurden seit einer Woche. Und mir wurde gesagt, ich kann zu einer Doktorin gehen. Da hinten ist die Krankenstation. Hey. Da hinten ist die Krankenstation. Da will ich hin. Da muss ich hin. Das ist mein einziges Ziel jetzt. Okay, hinter euch entlang. Das heißt, wir werden geschützt von euch. Hier dürfte absolut gar nichts passieren. Die ganzen Kreaturen kommen nicht an der Wachstation da vorbei. Das heißt, ich weiß gar nicht. Gehen wir zuerst nochmal in sein Büro. Ja, wo es so halb offen ist natürlich. Und wir versuchen seinen Computer zu hacken und finden nichts. Scheiß Büro. Ja. Aber Dr. Cho oder so ähnlich oder so. Soll hier hinten sein. Oh, cool. Da hinten ist ein kranker Wissenschaftler. Ein Wachmann, den ich nicht anklicken kann. Auch okay. Aha. Aha. Ich suche die Frau Doktor. Wo ist die Frau Doktor? Ein Medizinkit. Oh, danke. Dr. Palin, steh auf. Doch. Hoch. Auf. Ich brauche Hilfe. Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Ja. Ich brauche ganz viel Zeug. Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Na, okay. Okay, weißt du mehr über das Sicherheitslabor als der Sicherheitschef? Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Ah, da hast du doch was verraten. Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Ich dachte, ich wäre auf der Krankenstation. Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Ialis. Und da gibt es noch unseren Gast Lady Benesia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Okay, gut. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Wir reden später weiter. Oder auch nett. Alle verdächtigen Geräusche zu melden. Nie wieder, wir reden nie wieder. Wir reden erstmal mit... also hier ist anscheinend der Aufzug zur Krankenstation. Nein, ist er nicht. Ich bin verwirrt. Ach doch, da ist eine Tür. Aber wir haben ja jetzt Zeit. Wir können ja jetzt hier mit der Asari reden, mit Dr. Ialis. Was? Wie was? Du bist ziemlich ruhig. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Stets gerne zu Diensten. Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte, allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Okay, was auch immer das bedeutet. Hey, oh. Okay. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Ialis von der Universität zu Aurais. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Hey, ich mach nur Smalltalk. Störe ich? Ich habe gerade meditiert. Ich schätze, für eine rüpelhafte Spezies wie die Ihre sieht das wie Unaufmerksamkeit aus. Ja, wir kennen auf der Erde überhaupt keine Meditation. Sowas gibt's hier nicht. Ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Dich rette ich nicht. Ich rette den Kerl da hinten und dich. Dich doch sowieso. Guck dich an. Uiuiui. Sicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Im Moment will ich helfen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen.
freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Okay. Willst du mir das nicht umsonst geben? Aber da krieg ich bestimmt böse Punkte für. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Verständlich. Verständlich. Absolut verständlich. Wie soll man das denn je im Leben bezahlen? Wie soll man das je im Leben bezahlen? Das ist ja alles schweineteuer. Oh, das kommt... Was ist das? Was macht das? Ein Bio-Verstärker, ja. Okay. Ein Medigel-Upgrade. Ich hätte voll Lust darauf. Ich muss es wahrscheinlich sowieso irgendwann kaufen. Also kann ich es auch jetzt kaufen. Medigel-Upgrade gekauft. Mit diesen Lizenzen kann ich dann auf meinem... Ja, die kaufe ich. Klar, muss ich kaufen. Damit kann ich dann auf der Normandy die Waren kaufen, die er mir anbietet. Mal schauen, ob ich ihm was verkaufen kann, ob sich das lohnt. Das ist nur 10 wert. Das könnte ich dann doch eigentlich lieber zu Universalgel verarbeiten. Wenn ich mir das so anschaue, wenn das nichts wert ist. Ich hab 12.000 Gold gehabt, jetzt habe ich noch 9.000 Credits mal erhöht. Ja, der alte RPG-Spieler immer. Ist alles in Gold, wird alles in Gold gemessen. Und anscheinend, also die Stufe 1 Upgrades und Stufe 2 Upgrades kann ich definitiv behalten und in Universalgel verarbeiten. Selbst wenn ich die zusammenrechne hier, das bringt ja nur 1000 Gold für 10 Stück oder so. Ja, jetzt habe ich schon wieder Gold gesagt. Ja. Mal schauen. Was bringt denn ein Upgrade der Stufe 3? Davon, oh ja, das wären doch ein paar hundert Gold. 500, das lohnt sich schon wieder richtig. Das kann sich schon wieder lohnen. Definitiv. Ja, wir lassen es aber erstmal so. Ich gehe erstmal zur Krankenstation, ja. Das wäre so mein erster Gedanke. Zur Krankenstation. Heilung bekommen. Oh, komm, gib mir. Es ist, glaube ich, nicht die Krankenstation, aber ich bin glücklich mit dem, wo ich bin hier gerade. Definitiv. Okay, die Roten sind die Bösen. Das heißt, ich warte jetzt hier ein bisschen. Und dann rein da! Ja. Okay. Granaten auch wieder bekommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Es ist ein Wunder, dass der Kerl das auch nicht konfisziert hat. Nein? Okay. Unfähigkeit. Ich brauche Universalgel. Ja. Ich bin jetzt in den Wachunterkünften. Gut. Das heißt, das ist die Krankenstation. Ich bin verwirrt. Hier sind kranke Wissenschaftler. Ne, den reden wir nicht. Kann ich das da knacken? Ah, zur Krankenstation. Wegbeschreibung. Okay, das geht einmal rum und dann dahinter. Ja. Gut. Halte durch. Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Was ist mit ihm? Ich hätte vielleicht oben fragen sollen, warum die krank sind. Andererseits habe ich voll Lust, alle deine Medipacks zu nehmen. Wo sind die? Was? Was wollen Sie? Okay. Entschuldigen Sie die Störung. Nein, es liegt nicht an Ihnen. Ich bin nur etwas verwirrt. Ich brauche Medipacks. Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Okay. Vielleicht sollten wir mit dem Toxikologen oben nochmal reden. Der kann doch bestimmt helfen. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Bestimmt nicht. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Natürlich. Ich habe mich mit der auseinandergesetzt. Sie geht mir auf den Sack. Soll ich die wieder abschalten? Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Okay. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann.
Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Solche Sachen geraten nie außer Kontrolle. Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Ja, das stimmt. Es gibt einen Grund, dass laut Citadel-Konventionen Biowaffen verboten sind, Doc. Ich habe nicht erwartet, dass Sie es verstehen. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Was ist denn da drin? Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Ich weiß, glaube ich, warum ich krank bin. Meine grünen Balken da von meinen Freunden und mir. Ich glaube, ich bin auch krank. Nein! Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Okay. Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantänelabore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald Sie drin sind, sehen Sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Okay, klingt gut. Das können wir ja machen. Klar. Wenn wir schon hier sind, können wir auch den Leuten helfen. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis Wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe Ihnen auf Ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen. Sie werden nervös, irrational. Dein Job, genau. Gib mir was, damit ich wach bleiben kann. Sind Sie der Doktor hier? Ich bin ein Doktor, nicht der Doktor. Mein Spezialgebiet ist die Mikrobiologie, nicht Erste Hilfe. Scheiße. Wir hatten einen Arzt, Dr. Saleh. Er ist tot. Wir haben ihn verloren. Die Apparate können einfache Behandlungen durchführen. Mira bedient sie. Okay. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Dann leg mich mal auf so ein Bett hier. Mira-Terminal, wir reden noch einmal miteinander. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Kannst du die Ausrüstung für uns bedienen? Natürlich, Commander. Einen Augenblick bitte. Und nun? Hallo? Hallo? Ich bin wieder voll und vergiftet. Mir fehlt Medigel. Komm. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Was haben diese Leute? Rufe Logs auf. Sie waren gerade mit einem Experiment beschäftigt, als der Shutdown einsetzte. Als du vom Netz genommen wurdest. Ohne mein Programm für Eindämmungsprozeduren trat ein Quarantäne-Lag auf. Welche Behandlungen wurden ausprobiert? Ich fürchte, eine Behandlung ist nicht möglich. Im Gewebe jedes einzelnen Patienten hat sich ein unbekanntes Toxin abgelagert. Reden wir nochmal über dich. Was machst du hier? Ich verwalte die Systeme der verschiedenen... Okay. Ich brauche Erste Hilfe. Kannst du die Ausrüstung für uns... Natürlich, Commander. Einen Augenblick, bitte. Okay, wir brauchen also doch keine Erste Hilfe, aber ich bin krank. Hey, du. Kranker Wissenschaftler. Oh, cool. Also die sind dem schon eine ganze Woche ausgesetzt und ich ja erst, oder wir ja erst einen Tag oder so, maximal. Das heißt, wir haben noch lange Zeit. Wir haben noch ganz lange Zeit. Ich habe Angst. So, du bist der Toxikologe gewesen. Was wollen Sie? Okay. Keine neuen Optionen. Keine neuen Optionen. Ich dachte, vielleicht könnte ich mit meinem Wissen, dass es ein Toxin war, was durch den Unfall freigesetzt wurde, könnte ich ihn überzeugen, dass er mehr macht. Oder was? Nee, du warst Molekular, Biogenetik, bla bla, hä, keiner versteht's. Mädchen, ja? So war der Name. Biomolekular, bla bla, keiner versteht's, Mädchen. Das war ihr Name, ich erinnere mich. Ihr habt keine Namen, ihr seid mir egal. Wachunterkünfte waren wir schon. Sicherheit. Da geht's zum Sicherheitslabor. Da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Ich will dahin. Zum Quarantänelabor. Okay. Quarantäne und Unterkünfte. Ja, komm. Speichern.
Ich gehe immer wieder zurück zum Doktor, wenn ich jetzt verletzt werde, ja. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Okay. Ich dachte schon, die Tür ginge nicht auf. Das wäre ja durchaus zu erwarten gewesen, da ich, glaube ich, erst mit dem Captain hätte reden sollen, dass er mich hier reinlässt. Schauen wir nochmal, ob das noch stimmt, was ich hier gerade mache. Die Quarantäne mit Ventral... Ja, Sie müssen Ventralis fragen, um... Diesen Schritt habe ich mal übersprungen. Willkommen im Quarantänelabor. Vielleicht. Wow, cool. Han Ola. Von dir haben wir gehört. Du bist der einzige über. Oh. Ha. So gut. So gut. Ja, ich glaube, ich habe es verkackt. Da ist das Quarantänelabor und die lassen mich nicht rein. Bis ich nicht mit ihrem Captain gesprochen habe. Sie gehören nicht zur Crew. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Okay. Wir müssen definitiv mit dem anderen Kerl reden. Mit Han Ola rede ich noch nicht. Darf ich das knacken? Ja, ich denke doch, oder? Das macht doch hier keinem was aus. Wenn ich ein bisschen Office-Supplies stehle, zum Beispiel, ja, ein Präzisionsgewehr und all den Kram. Also, nee, komm. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Das ist, okay. Wir wollen also sowohl als auch dahin. Ah, okay. Ich verstehe das Layout. Lass mich raus hier. Wollen wir doch erst mit Han Ola sprechen? Du bist auch krank, arme Tali. Ich weiß zwar nicht, wie du krank geworden bist in deinem Umweltschutzanzug, aber hey, was soll's. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Ja, ich bin wegen denen hier, nicht wahr? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja, ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Okay, mit dem reden wir später. Gehe dann jetzt. Mit dem reden wir später, das geht mir zu weit. Ich will erst das Quarantänelabor machen, aber auch erst in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann.